nach gut 20 Meetings, die wir jetzt hatten hier in Japan, sind wir jetzt hier in der Shibuya Crossing. Am Ende fast unseres Trips, bevor es gleich nachher wieder nach Hause geht. Ja, war eine interessante Woche. 成長していく中でいくら風土が頑張ってもこの2.3%のフォーカスがないわけなので、オフセットはできないとなるっています。そうですね。今のところの興味とと確かにそのような考え方もあるんですけれども、まずあの当社のあのピーターはスマンゾ大の highlightですね。いや、久しぶりです。私たちはもう8年8年以上いるんで、やりたいやりたいんで、こちらの最近の3つのトレンドメイクマスターミレア。 Wir haben alle zusammen gemacht, das war wirklich, glaube ich, der beste hier, tut sich eine Menge, und sagt, wann Digitalisierung, Michael? Ja, Digitalisierung, die ganzen Konsequenzen aus der Bevölkerung, die immer älter wird, der Rückgang der Anzahl der Arbeitskräfte auf dem Markt, sehr, sehr enger Arbeitsmarkt, mit all seinen Konsequenzen, Entwicklungen für Technologie, für den ganzen Arbeitsmarkt, Dienstleistungsbereich. Haben wir diese Woche gelernt. Ja, vor allen Dingen, dass die Japaner mal bereit sind. Früher sind die Japaner hingegangen und haben irgendwo angefangen und haben dann da irgendwo aufgehört, als sie in Retirement gegangen sind. Aber jetzt gehen sie hin und wechseln ihren Job. 20% der Japaner sind mittlerweile gewillt, ihren Job zu wechseln. Hier tut sich was. Und vor allen Dingen, wir haben gesehen gehabt, was hier cashless bezahlt wird, hier und hier und hier geht es weiter und weiter. Also hier tut sich eine Menge. Das Momentum geht richtig zu hier. Im Inland. Die Firmen sind mit aller Kraft dabei zu digitalisieren. Hier wird investiert. Man sieht einfach, dass Japan noch gar nicht so weit ist, wie viele im westlichen Ausland angenommen haben. Viele Firmen fangen jetzt erst gerade an, tiefer in die Schatulle zu greifen und die Sachen Digitalisierung, IoT, Datenmengenanalyse richtig etwas aufzubauen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Was mir auch aufgefallen ist, was früher, also vor 7, 8 Jahren, als wir da waren, noch gar kein Thema war, war Payout Ratio, das auszahlbar vom Einkommen, was man als Dividende wieder rausgibt. Mittlerweile einige Firmen, die 40-50% ihres Gewinns als Dividende rausgeben, also richtig gute Dividendenzahlen, über Aktienrückkauf nachdenken, aber vor allen Dingen ihre Überschneidungen, die sogenannte Cross-Holdings, zu überdenken. Und das könnte ein Riesending geben, wenn sie anfangen, ihre Beteiligung, die sie untereinander, gegeneinander haben, auf den Markt zu bringen. Das könnte enorm Shareholder-Value bringen. Ja. Also wir haben ein paar richtig tolle Firmen mitgebracht im Gepäck. Und die werden wir auch kräftig in unsere Portfolien reinnehmen, weil hier stimmen die Bewertungen noch. Das ist der Unterschied zu vielen anderen, was wir dieses Jahr gesehen haben. Hier stimmen die Bewertungen und hier kriegen wir für unseren Return noch richtig was hergeliefert. Also toll. Ein Aspekt und ein Sektor, der uns auch besonders aufgefallen ist hier, ist die Sicherheitsdienstleistung. Ja. Olympia 2020, riesengroßes Thema hier. Man sieht überall in der Stadt Plakate, die Rugby-WM, die jetzt in der kommenden Woche hier in Japan startet. Wirft auch ganz deutlich einen Schatten voraus und das ist eine riesen Herkulesaufgabe für viele Sicherheitsdienstleister. Überhaupt ist Sicherheit ein wachsendes Thema hier in Japan. Die zunehmende Migration führt dazu, dass sich mehr und mehr Japaner nicht mehr ganz so sicher fühlen und dazu kommt jetzt, dass man erkennt, dass man in den letzten Jahrzehnten eigentlich das deutlich vernachlässigt hat. Ja. Sicherheitstechnik, Sicherheitselektronik, aber auch Wachdienstleistungen. Alles klar. Und wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten oder übernächsten Woche mit einem Webinar und natürlich viel mehr Details gerne zurückmelden. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.